I want to share a concept with you today about us as a church. Ich möchte heute ein Konzept mit euch teilen von uns als Gemeinde. You know, if I mention the concept church, wenn ich das Konzept Kirche oder Gemeinde erwähne, there are so many things that come to our minds. Dann gibt's viele Dinge, die uns in den Sinn kommen. But I want to share with you the thought that the church is God's gift in this time to our world. Ich möchte den Gedanken mit euch teilen, dass die Kirche ein Geschenk von Gott ist in dieser Zeit. We know that Jesus is the ultimate gift to the world. Wir wissen, dass Jesus das ultimative Geschenk an die Welt ist. But we are his hand. Aber wir sind in seinen Händen. We are his feet. Wir sind seine Hände, wir sind seine Füße. We are his voice. Wir sind seine Stimme. We are his heart. Wir sind sein Herz. And because we are here, we become God's gift to this world. Und weil wir hier sind, werden wir sein Gottesgeschenk an diese Welt. You know, God always had an agent on earth. Gott hatte immer ja einen Agenten, einen Botschafter auf dieser Welt. Because God loves his creation. Weil Gott seine Schöpfung liebt. Sometimes people have the idea God is angry with his creation. Manchmal haben wir die Idee, dass Gott irgendwie böse ist auf seine Schöpfung. Many times, you know, even in church circles, we start with the idea of original sin. Ja, auch in Gemeinden starten wir oft mit dieser Idee von ja, von dieser Erbsünde, von Sünde. But the story does not start in Genesis 3. Aber die Geschichte fängt nicht in Genesis 3 an. The story starts in Genesis 1. Die Geschichte startet in Genesis 1, in 1. Mose 1. And it starts with original blessing. Und es fängt an mit einem Segen. Where God blesses his creation. Wo Gott seine Schöpfung segnet. And he says it is good. Und er sagt, es ist gut. It is very good. Es ist sogar sehr gut. Amen. A good place to say amen. Guter Punkt, Amen zu sagen. And after Adam and Eve, we see how God gets Israel to become his agent on the earth. Und ja, nach Adam und Eva sehen wir, wie Gott Israel als seinen Botschafter, als seinen Agenten auf dieser Welt einsetzt. God says to Abraham, I'm going to make you a great nation. Gott sagt zu Abraham, ich will dich zu einer großen Nation machen. And you will be a blessing to nations. Und du wirst ein Segen sein für viele Völker. But we see that Adam and Eve and Israel didn't quite get it right. Aber wir sehen auch, dass Adam und Eva und auch Israel es irgendwie nicht so ganz verstanden haben. And so God sends his son, Jesus Christ. Und deshalb sandte Gott seinen Sohn Jesus Christus. And he sends him to come and show us what his heart is for his agent here on earth. Und ja, er sendet ihn, um uns zu zeigen, was sein Herz ist für den Botschafter, für den Agenten von Gott auf dieser Erde. Jesus comes to model to us what it means to be this gift to the world. Und Jesus kommt, um uns zu zeigen, was es bedeutet, dieses Geschenk für diese Welt zu sein. And this is what Jesus wants his disciples to understand. Und das ist, was Jesus möchte, dass seine Jünger verstehen. He's constantly equipping and teaching and showing them how to be on mission. Ja, er bereitet sie konstant vor und zeigt ihnen, was es bedeutet, auf Mission zu sein, in der Mission zu sein. And be a blessing to this world. Und ein Segen für diese Welt zu sein. So when Jesus dies and is raised from the dead, also wenn Jesus stirbt und von den Toten aufersteht. Of course the disciples are confused and anxious as they gather together. Dann sind die Jünger natürlich irgendwie total verwirrt und haben auch Angst, wenn sie zusammenkommen. For them this has been the worst weekend they've ever known. Es war das schrecklichste Wochenende, das sie je erlebt haben.
And they're huddled together in fear that bad things can now happen to them. Und sie sind zusammen und haben total Angst, dass jetzt irgendwas Schlimmes ihnen passieren könnte. And Jesus reveals himself to them. Und Jesus zeigt sich ihnen. And Jesus says, Shalom. Und Jesus sagt Shalom, Friede. Peace be to you. Friede sei mit euch. Wholeness be to you. Ja, Heiligkeit sei zu euch. And then the Bible says he shows them his hands and his side. Und dann sagt die Bibel, zeigt er ihnen die Hände und die Seite. He introduces them into the story of redemption. Er zeigt ihnen die Geschichte der Erlösung. So that they can understand the price has been paid. Dass sie verstehen würden, dass der Preis bezahlt ist. And then the very next statement Jesus makes. Und dann der nächste Satz, das nächste, ja, was Jesus sagt. Is as the Father has sent me, I'm sending you. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. You know, if I was a disciple, I might have just said, Jesus, just a minute. Wenn ich ein Jünger gewesen wäre, hätte ich gesagt, Jesus, mal kurz. I mean, this has been a tough weekend. Das war ein richtig hartes Wochenende. You know, can we talk about this? Können wir vielleicht mal darüber reden? Can we just you know, some therapy would be helpful. So ein bisschen Therapie würde vielleicht gerade helfen. It's as if Jesus says, you will understand as you go on mission. Ja, es ist als ob Jesus sagt, ihr werdet verstehen, während ihr in die Mission geht. You will experience the healing and the restoration that you so desperately desire. In der Mission werdet ihr die Heilung erfahren, die ihr euch so sehr wünscht. There's something that we need to discover about missional therapy. Es gibt etwas, was wir entdecken können in dieser Missionstherapie. I love that, Missionstherapy. It's a new, whole new brand of therapy. Es ist eine ganz neue Art der Therapie, die Missionstherapie. You know, they tell the story about the dogs that bite each other when they are, you know, kept in a small space. Ja, das gibt so eine Geschichte von, wenn man Hunde in einem kleinen Raum hält, die sich gegenseitig beißen. Until they release the rabbit. Bis sie die Ratte rauslassen. Then the dogs no longer fight each other. Dann streiten sich die Hunde nicht mehr. They're all chasing the rabbit. Ah, the rabbit. Also sie jagen dem Hasen, nicht der Ratte, dem Hasen nach. Today I want to tell you about chasing the rabbit. Und ich möchte euch heute davon erzählen, wie man dem Hasen nachjagt. About the mission. Über die Mission. Can you imagine that Jesus so quickly speaks about mission? Ja, könnt ihr verstehen, dass Jesus so schnell über Mission redet, so ja, kurz danach. And in essence, I want to do the same with you today. Und ich möchte das gleiche mit euch heute Morgen machen. Because we have so many things that we can talk about. Es gibt so viele Dinge, über die wir reden könnten. I mean, we've just come out of COVID. Ich meine, wir sind gerade erst am Ende von Corona angekommen. Last night, 12 o'clock, that virus disappeared. Nee, letzte Nacht um 12 ist dieser Virus einfach verschwunden. We're still feeling the effects of it. Wir fühlen immer noch die Effekte davon. And there's so much happening in our world. Es passiert so viel in unserer Welt. This can all become issues of distraction. Und das kann uns alles ablenken. Because we miss an understanding of mission. Weil wir Mission nicht richtig verstehen. Jesus was obsessed with mission. Jesus war wirklich ja, er hatte Mission voll auf dem Schirm. Das war ihm sehr, sehr wichtig. Just before he's about to die, Jesus is praying. Kurz bevor Jesus stirbt, betet er. And he's praying for the disciples. Und er betet für die Jünger. He says, but I'm not just praying for them, I'm praying for all those that are far that will believe in this word. Und ich bete nicht nur für die, die er damals hatte, sondern auch für alle, die folgen werden in dieser Welt. So in essence, Jesus was including us in that prayer. Also hat Jesus auch uns in dieses Gebet eingeschlossen.
And this is what he prays. Und was er gebetet hat, ist Folgendes. As you have sent me into the world, John 17. Er betet in 1. Johannes 17, so wie du mich in die Welt gesandt hast. I have sent them into the world. Habe auch ich sie in die Welt gesandt. Can you hear the urgency of Jesus just before he's about to die? Hört ihr hier diese Dringlichkeit von Jesus kurz bevor er stirbt? And as he reveals himself just after he has paid the price. Und wie er sich gezeigt hat, nur kurz nachdem er den Preis bezahlt hat. The primary thing on his heart is mission. Das Allerwichtigste, was ihm auf dem Herzen liegt, ist Mission. And Jesus came to show us how to engage this mission. Und Jesus kam, um uns zu zeigen, wie wir diese Mission ebenfalls unser eigen machen können. And we read about this in John 1, verse 14. Und wir lesen das in Johannes 1, Vers 14. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. We saw the glory of the only begotten. Wir sahen die Herrlichkeit des einzigen Sohnes. Remember, Jesus always before the cross was known as the only begotten Son of God. Jesus, bevor er am Kreuz starb, war bekannt als der einzige eingeborene Sohn. But after the cross, you can go read it in the Bible, Jesus becomes the firstborn Son of God. Aber nach seiner Auferstehung wird Jesus zum ersten Sohn, erstgeborenen Sohn Gottes. Einer geborener, ersten geborener. Important to understand. Es ist wichtig, diesen Unterschied zu verstehen. Because you see, Jesus is now the first. Weil Jesus jetzt der Erste ist. Because there was a second. Weil es einen Zweiten gibt. And there was a third. Und einen Dritten. That was now welcomed into the family. Die auch nun in die Familie willkommen geheißen wurden. And somewhere along that line is my number. Und irgendwo da kommt auch meine Nummer. I have a number. I'm part of the family. Ich habe auch eine Nummer. Ich bin Teil der Familie. And if you think you have a number, say amen. Und wenn du denkst, du hast auch eine Nummer, dann sag amen. As he came as the firstborn showing the glory of God. Er kam als der Erstgeborene, um die Herrlichkeit Gottes zu zeigen. John says we recognize this glory. Johannes sagt, wir haben seine Herrlichkeit erkannt. Full of grace and truth. Voller Gnade und Wahrheit. These two concepts are extremely important. Die zwei Konzepte sind sehr wichtig. Because you see, Jesus, when he engaged this world and lived amongst us, weil als Jesus in die Welt kam und ja mit uns in ihr gelebt hat, he always engaged people with grace. Hat er Menschen immer mit Gnade in Verbindung gebracht. And when they had experienced his love and his care and his compassion for them, und wenn die Menschen seine Liebe und seine Fürsorge empfangen haben, he then introduced truth. Dann hat er ihnen Wahrheit vorgestellt. Jesus never compromised truth. Er hat nicht Wahrheit nicht irgendwie anzweifeln lassen. But Jesus, when he engaged the world, did not always lead with truth. Wenn Jesus mit der Welt irgendwie in Verbindung stand, dann hat er can you repeat it? He did not always lead with truth, he led with grace. Er hat nicht mit Wahrheit geleitet, er hat mit Gnade geleitet. But we as the church, we've somehow turned that around. Aber wir als Gemeinde, wir haben das manchmal umgedreht. We felt that we will lead with truth. Wir haben gedacht, wir leiten mit Wahrheit. And if you accept my truth, und wenn du meine Wahrheit akzeptierst, then I will show you grace. Dann werde ich dir Gnade zeigen. And we need to turn that around. Aber wir müssen das umdrehen. Where we lead with grace, wo wir mit Gnade leiten,
We go and we engage this world like Jesus did. Wir gehen und interagieren mit der Welt, wie Jesus es getan hat. He showed us the model. Er war unser Modell, er hat es uns vorgemacht. We go and we show mercy. Wir zeigen Gnade. We go and we show love. Wir zeigen Liebe. And as the hearts open up, we put truth right in the center. Und wenn die Herzen sich öffnen, dann platzieren wir Wahrheit in die Herzen. It was the difference between the religious people and Jesus. Und hier ist der Unterschied zwischen den religiösen Menschen und Jesus. They brought this woman who they felt now needed to be stoned because of her sin. Sie brachten diese Frau, wo sie dachten, die müsste jetzt gesteinigt werden aufgrund ihrer Sünde. And Jesus engages this situation. Und Jesus geht in diese Situation hinein, er nutzt sie. And they want to force Jesus, lead with truth. Und sie wollen Jesus dazu zwingen, dass er mit Wahrheit leitet. What does the law say about this? Was sagt das Gesetz über so etwas? And Jesus opens up the space of grace. Und Jesus öffnet diesen Raum der Gnade. And Jesus was so smart. Jesus war so schlau. I pray so much in my life, Jesus, make me as smart as you. Ich bete so häufig, dass Jesus mich doch so schlau macht wie ihn selbst. Because in that moment he asks the question. Weil in dem Moment, da fragt er die Frage. Says, who of you have never sinned? Er fragt, by all means, you throw the first stone. Er fragt, wer von euch hat noch nie gesündigt? Und dann sagt er, du, dann werf den ersten Stein. And then the Bible says he was writing in the sand. Und dann schrieb er irgendwas in den Sand, lesen wir in der Bibel. I don't know what he was writing in the sand. Ich weiß nicht, was da in den Sand geschrieben hat. But it obviously got the attention of some of those guys. Aber es war auf jeden Fall was die aufmerksam machte, diese Leute. He might have just been writing a few names. Vielleicht hat er nur ein paar Namen geschrieben. Mary and Maria, Jane and Anne. Anne und Jakob. And I think some of those guys recognized the names. Und vielleicht haben manche von den Leuten, die drumherum standen, diese Namen wiedererkannt. We don't know. Aber wir wissen es nicht. But when she feels the grace. Aber wenn sie diese Gnade fühlt. He speaks into that situation. Dann spricht er in diese Situation hinein. Go and sin no more. Er sagt, geh und sündige nicht mehr. Jesus wanted us to get the understanding of what it means to engage our world. Jesus wollte, dass wir verstehen, was es bedeutet, wirklich mit unserer Welt, in unsere Welt hineinzugehen. And so this is how he was training his disciples. Und so hat seine Jünger trainiert. And he wanted them to understand that they were not going on their own. Und wollte, dass sie verstehen, dass sie nicht allein gehen. But that they will be anointed by the Holy Spirit. Aber dass der Heilige Geist über sie kommen würde. That will empower them. Der sie befähigen würde. Because this was the story of Jesus. Weil das die Geschichte von Jesus war. Jesus reads from Isaiah in Luke chapter 4, it is documented. Jesus liest aus Jesaja, was wir in Lukas Evangelium lesen. And it says there that the Spirit of the Lord is upon me. Und da heißt es, der Geist des Herrn ist auf mir. And then when Luke speaks about Jesus going around doing good to everybody. Und wenn Lukas dann davon erzählt, wie Jesus umherging und den Menschen Gutes tat. He says it in this way in Luke 10, verse 38. Dann sagt in Lukas 10, Vers 38. How Jesus of Nazareth. Wie Jesus von Nazareth. Was anointed by God. War gesalbt von Gott. Now there's a reason why Luke says Jesus from Nazareth. Das ist der Grund, warum Jesus sagt. Lukas sagt Jesus von Nazareth. He did not have to say Nazareth. We all knew he was speaking about Jesus.
Er hätte nicht Nazareth sagen müssen. Wir wissen ja eigentlich, dass er von Jesus redet. But Nazareth was this place where nobody thought anybody significant could come from. Aber Nazareth war dieser Ort, wo alle dachten, da kann gar nichts Wichtiges davon kommen. And now he says, God takes Jesus, who comes from Nazareth. Und jetzt sagt er, Gott nahm Jesus, der aus Nazareth kam. And he anoints him. Und er salbte ihn. And he does all these good things. Und er tat all diese guten Dinge. Because God was with him. Weil Gott mit ihm war. Look, he's trying to get us to understand. Lukas möchte, dass wir das verstehen. You have no excuse. Ihr habt keine Ausrede. You come from Stuttgart. Ihr kommt aus Stuttgart. Good things come from Stuttgart. Gute Sachen kommen aus Stuttgart. Right? I tell them all over the world. The reason why we went to Stuttgart is because they make Porsche and Mercedes-Benz and Bosch. Ich sag's überall in der Welt. Der Grund, warum wir nach Stuttgart kamen mit Doxadeo, ist, weil ja, hier gibt's Porsche und Mercedes-Benz. Before Jesus leaves his disciples. Bevor Jesus seine Jünger zurücklässt, oder? He says, "Go and wait, because you are going to receive the Holy Spirit." Sagt er, wartet, weil ihr den Heiligen Geist empfangen werdet. Listen to what Acts 1 verse 8 says. Hört euch mal an, was Apostelgeschichte 1 Vers 8 sagt. Ah, okay. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Jesus says, you're going to be anointed and then you're going to go to all these different regions. Jesus sagt, ihr werdet gesalbt werden und dann werdet ihr in all diese Regionen gehen. It was as if Jesus was saying, remember, I took you to these regions. Es ist, als ob Jesus sagen würde, erinnert euch, ich habe euch da schon überall hingeführt. Remember when we went to Samaria? Erinnert euch, als wir in Samarien waren. They did not want to go to Samaria. Die wollten nicht nach Samarien. The Jews always walked around Samaria. Die Juden sind immer um Samarien rumgelaufen. But the Bible says Jesus had to go through Samaria. Aber die Bibel sagt, Jesus hatte, musste durch Samarien durchgehen. Because he was going to meet somebody there in the regular rhythms of her life. Weil er dort jemanden treffen musste in der Person ihrem Alltag. Every day she does the same thing. She goes to the well. Jeden Tag ging sie zum Brunnen. And Jesus breaks three big cultural norms. Und Jesus brach drei große soziale Regeln oder Moral. The first one is connecting with the Samaritans was a different ethnicity. Die erste Regel, soziale Norm, war, sich mit einer Samarierin einzulassen, die von einer anderen Ethnie kam. The disciples knew they are not like us. Die Jünger wussten, die sind nicht wie wir. The disciples didn't like them. Die Jünger mochten die nicht. They Samaritans. Die waren Samariter. Secondly, Jesus speaks to a woman in public. Und zweitens hat Jesus mit einer Frau in der Öffentlichkeit gesprochen. A rabbi does not engage a woman with spiritual insights in public. Ein Rabbi würde nie mit einer Frau in der Öffentlichkeit über geistliche Wahrheiten sprechen. And then she was socially looked down on. Und dann sozial wurde auch noch auf sie herabgesehen. She's not fitting into the social acceptance of the day. Sie passte nicht in das, was sozial akzeptiert war in dieser Zeit. These were exactly the three things that Paul speaks about. Es sind genau die drei Sachen, über die Paulus spricht. When he says there is no longer Jew nor Greek. Es gibt keinen Juden, es gibt weder Jude noch Grieche. Male nor female. Mann oder Frau. Slave nor free man. Sklaven oder Freie. He was addressing these three things. Er adressiert diese drei Dinge. It was as if Jesus was saying, I'm teaching you, I'm equipping you to understand how to engage your world.
Es ist, als ob Jesus hier sagen würde, ich rüste euch dafür aus, wie ihr in diese Welt gehen könnt. Und, ja. But of course the religious people did not like this. Aber natürlich mochten die religiösen Menschen zu der Zeit das. Listen to what Luke 15, 1 and 2 says. Es lesen wir in Lukas 15, 1 und 2. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und Sündern. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Jesus drove the religious people crazy. Jesus hat die religiösen Menschen verrückt gemacht. Because he was constantly connecting with people that needed life. Weil er ständig mit Menschen in Kontakt getreten ist, die Leben brauchten. And Jesus is training his disciples. Und Jesus trainierte seine Jünger. All these stories that we read in the Bible are not just stories about Jesus. All diese Geschichten, die wir in der Bibel lesen, sind nicht nur Geschichten über Jesus. It's about Jesus equipping and training his disciples. Es geht darum, wie Jesus seine Jünger ausrüstete und trainierte. Of course, the best story for me is when Jesus says to his disciples, "Let's go over to the other side." Die beste Geschichte meiner Meinung nach ist, als Jesus zu seinen Jüngern sagte, lasst uns zur anderen Seite rübergehen. They did not want to go to the other side. Sie wussten nicht wann, oder? They did not want to go to the other side. Sie wollten nicht zur anderen Seite gehen. Because the other side was not where the 12 tribes of Israel had settled. Weil auf der anderen Seite war nicht der Ort, wo die 12 Stämme Israels sich niedergelassen hatten. It was hatten. Where the 7 nations of Canaan had settled. Es war, wo die 7 Stämme von Kanaan sich niedergelassen They were hatten. The unclean people. Es waren die unreinen Menschen. They were the pig-eating people. Es waren die Menschen, die Schweine gegessen haben. They were Schwäbisch. Sie waren Schwaben. Schwaben. But Jesus says to his disciples, just after they had fed 5,000 people some bread and fish. Aber Jesus sagte zu seinen Jüngern, nachdem sie 5000 Menschen mit Brot und Fisch denen zu essen gegeben hatten, go over to the other side. Geht rüber zur anderen Seite. It's not the first time that Jesus says go over to the other side. Es ist nicht das erste Mal, dass Jesus zu ihnen gesagt hat, lasst uns auf die andere Seite gehen. You can go read it in Mark chapter 4. Jesus says to the disciples, let's go over to the other side. Jesus hat es auch schon, was wir in Markus 4 lesen können, zu ihnen gesagt, lasst uns rübergehen auf die andere Seite. The disciples can't believe that Jesus wants them to do this. Die Jünger können es nicht glauben, dass Jesus das von ihnen verlangt. Because the Jews didn't have any connection with the people on that side. Weil die Juden gar keine Verbindung hatten zu den Menschen auf der anderen And Seite. And a good rabbi will not take you to the other side. Und ein guter Rabbi würde dich nicht auf die andere Seite mitnehmen. Because they're the unclean people. Weil da die unreinen Menschen sind. If you had any contact with the people on that side. Wenn du Kontakt hattest mit den Menschen auf der and anderen you Seite came back to the Israel side, und du bist wieder auf die israelische Seite you zurück, had to go through a whole ceremony of cleansing. Musstest du durch eine ganze Zeremonie der Reinigung gehen. And they expected that if you go to that side, bad things can happen to you. Und ja, es war, dass die auch angenommen haben, dass wenn sie zur anderen Seite gehen, schlechte Sachen ihnen passieren würden. They had superstitions about bad things that could happen. Sie hatten Angst, was da passieren könnte auf der so anderen Seite. Go read the story. Jesus says, get into the boat, we're going over to the other side. Ja, und Jesus sagte aber zu ihnen, jetzt kommt ins Boot, wir gehen auf die andere Seite. And then to heighten the tension in the story, the Bible says, and Jesus goes to sleep. Und die Spannung noch ein bisschen zu steigern, heißt es dann, und Jesus legte sich schlafen. Now they're rowing the boat, you can listen to the conversation. Und jetzt rudern sie das Boot und du kannst der Konversation folgen, kannst hören, was sie sagen. Why are we going to the other side? Warum gehen wir auf die andere Seite? Bad things can happen to us. Schlimme Sachen können uns passieren. So when the storm now comes up, wenn der Sturm aufkommt, suddenly this storm is different to every other storm. Dann wird dieser Sturm ganz anders als jeder Sturm davor. So they awaken Jesus and accuse him. Also wecken sie Jesus auf und sie klagen ihn an. Do you not care that we perish? Interessiert's dich denn gar nicht, was hier gerade passiert? Jesus gets up and he quietens the storm. Ja, Jesus steht auf und er beruhigt den Sturm. They cannot believe this. Die können es nicht glauben. What manner of man is this? Was für eine Art Mann ist das? And then the Bible says they get to the other side. Und dann
lesen wir in der Bibel, kommen sie auf die andere Seite. There's nobody there to meet them. Da ist niemand, den sie treffen könnten. Those people are not excited about anybody coming from this side. Die Leute da haben auch keinen oder haben kein Interesse daran, Leute zu treffen, die von der anderen Seite the kommen. The disciples don't know who they're going to speak to. Die Jünger wissen auch nicht, mit wem sie reden sollen. And as they get out of the boat, und während sie aus dem Boot rauskommen, there's one mad guy running naked between all the graves. Da kommt ein Mann den Berg runtergerannt, der ist nackig und völlig full verrückt, of demons, voller Dämonen. And Jesus says to the disciples, "That's our guy." Und Jesus sagt zu den Jüngern, das ist unser Mann. We came for this guy. Wir kamen wegen ihm. I can just see those disciples. Ich kann diese Jünger sehen. This is the worst trip we've ever been on. Die denken sich, das ist der schlimmste Trip, die schlimmste Reise, auf der wir bisher sind. But anyway, they get hold of this guy and they chase out the demons. Ja, sie reden mit dem Mann und Jesus treibt die Dämonen aus. You might have heard the story, the demons go into the pigs. Und vielleicht kennt ihr die Geschichte, die Dämonen gehen in die Schweine. The pigs run off the cliff into the sea, a mass suicide. Die Schweine rennen über fallen ins Meer. Nicht ins Meer, in See. And now it affects the economy. Und jetzt hat es Auswirkungen auf die Ökonomie dort, auf der anderen Seite. If you affect the economy, you get the attention of the people. Und wenn du was mit der Ökonomie, mit der Wirtschaft machst, dann kriegst du auch die Aufmerksamkeit der Menschen. Jesus was so smart. Jesus war so schlau. Now the whole town comes down and they want to chase Jesus out of the town. Jetzt kommt die ganze Stadt raus und möchte Jesus aus der Stadt wegtreiben. The disciples are so happy. They're back in the boat. Die Jünger sind total glücklich. Die sind schon wieder zurück im Boot. The guy that has just been set free, standing there, he says, "Can I go with?" Und der Mann, der gerade von den Dämonen befreit wurde, der steht da und sagt, "Kann ich mit euch gehen?" And Jesus says, "No." Und Jesus sagt, "Nee." I always felt so sorry for him. Ich habe mich immer so, ich habe Mitleid mit ihm gehabt. Say, Jesus, he just wants to join the team. Jesus, der will doch einfach nur Teil des Teams werden. It's as if Jesus is saying, he is on the team. Und es ist aber als ob Jesus sagen würde, er ist schon im Team. Because Jesus says to him, "I want you to go and tell your story." Weil Jesus zu ihm sagt, ich möchte, dass du gehst und deine Geschichte erzählst. Go into every town. Geh in jede Stadt. Go into every village. Geh in jedes Dorf. Go tell them what happened to you. Sag ihnen, was dir passiert ist. Totally different to what Jesus told people on the Israel side. Ist total anders als das, was Jesus den Menschen auf der israelischen Seite gesagt hat. On the Israel side, if Jesus did a miracle, he said, "Don't go tell the people." Wenn Jesus auf der israelischen Seite ein Wunder gewirkt hat, dann hat den Menschen immer gesagt, sagt's niemandem. Totally different strategy. Das ist eine ganz andere Strategie. But Jesus was so smart. Aber Jesus war so schlau. He knew he had just found the key to that whole region. Er wusste, dass er den Schlüssel zu der ganzen Region gefunden hatte. Now they get back in the boat, they're going over to the Israel side. Jetzt gehen sie wieder ins Boot und fahren wieder auf die israelische Seite. Disciples are happy, they sing songs. Die Jünger, die sind total glücklich und singen Lieder. Miracles start happening here on the Israel side. Und dann passieren Wunder auf der israelischen Seite. They have just seen 5000 people being fed with bread and fish. Da waren 5000 Menschen, die satt geworden sind durch Brot und Fisch. The disciples have seen that happen in their own hands. Die Jünger haben es gesehen und erlebt mit ihren eigenen Händen. They are high-fiving one another about what has just happened. Ja, die klatschen sich gegenseitig ab über das, was gerade passiert ist. And Jesus calls them together. Und dann ruft Jesus sie alle zusammen. He says, "Guys, sagt, go over to the other side." Und dann sagt er, Leute, geht rüber auf die andere Seite. I mean, talk about an anti-climax. Ja, jetzt das ist wirklich just being brought down. Das ist wirklich so ein Höhepunkt, wo es runterfällt. Other side, Jesus, you remember those people don't like us. Ja, auf der anderen Seite, da mögen uns die Leute doch nicht. Those people chased us away. Diese Leute, die haben uns weggeschickt. It's not going to be comfortable for us to just go to the other side. Es ist nicht sehr angenehm, auf die andere Seite zu gehen. And Jesus says to them, "And by the way," und Jesus sagt zu ihnen, und ach übrigens, "this time I'm not going with you." Diesmal gehe ich nicht mit euch. It's as if the disciples are saying, "This is crazy." Die Jünger müssen gesagt haben, das ist verrückt.
They're in the boat. They're rowing. Sie sind auf dem Boot und sie rudern. Can you hear the conversation? Könnt ihr die Unterhaltung hören? But the Bible says Jesus was keeping his eye on them all the time. Aber in der Bibel lesen wir, dass Jesus seine Augen auf ihnen hatte die ganze Zeit. Went up the hill and he was watching them. Er ging auf den Berg und er hat sie beobachtet. But he was training them. Weil er hat sie trainiert. You can do this on your own. Ihr könnt das selbst machen. And you remember the story, Jesus decides to go to the other side. Und vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte, Jesus entscheidet sich auf But die he was andere Seite take the zu shortcut. Gehen. Aber er nimmt ja die Abkürzung. So he was walking on the water. Er läuft auf dem Wasser. The disciples, I mean, I can just hear that conversation. Ich meine, ich kann die Unterhaltung der Jünger hören. Bad things are going to happen to us. Schlimme Sachen werden uns passieren. And then, yes, here's a ghost. Und ja, hier ist ein Geist. Jesus says, no ghost, guys, me. Na, kein Geist, sagt Jesus, das bin ich. He wanted to pass them, the Bible says. Er wollte eigentlich an ihnen vorbeigehen. But Peter spoils the program, he gets out of the boat. Aber Petrus möchte auch aus dem Boot raus. Jesus has to save him. Jesus muss ihn retten. They get to the other side. Sie kommen auf die andere Seite. Now listen to this. Jetzt hört zu. The rumor starts spreading that the man who set this demon-possessed man free is back. Dann hat sich das Gerücht verbreitet, dass der Mann, der den anderen Mann mit den Dämonen von den Dämonen befreit hat, zurück ist. And the people start bringing people who need healing, deliverance. Und die Leute fangen an, Menschen zu Jesus zu bringen, die Rettung brauchen, die Heilung brauchen. Jesus had found the key to that whole region. Jesus hatte den Schlüssel gefunden zu dieser Region. Jesus wants to give us keys. Jesus möchte uns Schlüssel geben. Keys to open areas where you know you need to take his love, the hope and the faith to those areas. Jesus möchte uns Schlüssel geben, damit wir in Bereiche hineingehen können, wo Jesu Liebe hineinkommen soll. He wants you to start becoming aware. He wants to open up areas for you. Jesus möchte, dass es uns bewusst wird, dass er Bereiche für uns aufschließen will. He's training his disciples. Er trainiert seine Jünger. Then the Bible says 4,000 people gather. Und dann lesen wir in der Bibel, dass sich 4,000 Menschen versammeln. And they feed them. Und sie geben ihnen zu essen. And they pick up 7 baskets. Und sie nehmen 7 Körbe wieder mit. And later Jesus explains this to his disciples. Und später erklärt Jesus seinen Jüngern das. He says, when we were on this side, how many baskets did we pick up? Er fragt sie, als wir auf der anderen Seite waren, wie viele Körbe haben wir eingesammelt? They say 12. 12. He says, you're right. Und Jesus sagt, ja, das ist this richtig. This was the 12 tribes of Israel. Es waren die 12 Stämme Israels. He says, on this side, how many did we pick up? Und auf der anderen Seite, wie viele Körbe haben wir da they eingesammelt? Say 7. He says, you're right. Und dann sagen seine Jünger 7. The 7 nations of Canaan. Und Jesus sagt, ja, auch hier habt ihr recht, das sind die 7 Stämme von Kanaan. What Jesus really was saying is, when we gave them bread, we did not just feed hungry people. Was Jesus sagen will, ist, wenn wir ihnen Brot zu essen gaben, dann haben wir nicht einfach nur hungrige Menschen gefüttert. It was a prophetic statement that I am the bread of life. Es war ein prophetischer Ausdruck dessen, dass Jesus das Brot des Lebens ist. And there's more than enough of me to feed all of Israel. Und es gibt noch so viel mehr von mir, dass ich ganz Israel satt machen kann. To feed all of my people. Dass ich alle Völker satt machen kann. To feed the church. Dass ich die ganze Gemeinde satt machen kann. This is what I want to teach you. Das ist, was ich euch lehren möchte. I am the bread of life. Ich bin das Brot des Lebens. And there's more than enough of me. Und es gibt mehr als genug von mir. To also feed everyone in every unclean region. Um auch jeden in jeder unreinen Region satt zu machen. Jesus was really saying. He was really saying. Was Jesus wirklich sagt? This side or that side, it's all my side. Diese Seite und jene Seite sind alles meine Seiten. As you are being fed with the bread of life. Während ihr satt werdet vom Brot des Lebens. He empowers you to go and give the bread of life. Rüstet er euch aus, rauszugehen und das Brot des Lebens weiterzutragen.
We are God's gift to the world. Wir sind Gottes Geschenk an die Welt. So let me pray for you this morning. So lasst mich für euch beten an diesem Morgen. That there will just stir something in your heart about mission. Dass Gott etwas in eurem Herz anrührt. In a new and fresh way. In einem neuen und frischen Weg. So just receive the blessing of the Lord. Also lasst, ja, empfangt den Segen Gottes. Father, we thank you. Gott, wir danken dir. That we have the privilege of having eaten of the bread of life. Dass wir das Privileg hatten, vom Brot des Lebens zu essen. Thank you that you've made our lives new. Danke, dass du unsere Leben neu gemacht hast. Thank you that we can constantly feed off Jesus Christ. Danke, dass wir konstant an Jesus uns satt machen können. We thank you for the fact, Lord, that you are empowering us with your Spirit. Wir danken dir, dass du uns ausrüstest mit deinem Geist. Knowing that you are sending us. Wissend, dass du uns senden willst. That as the Father sent you, so wie der Vater dich gesandt hat, you are sending us, dass du auch uns sendest. Help us, Lord, to understand this concept. Hilf uns, Herr, dieses Konzept zu verstehen. And help us, Lord, to recognize the opportunities where we can serve. Und hilf uns, Herr, die Möglichkeiten zu sehen, dir zu dienen. I speak blessing over every individual hearing this word. Ich möchte wirklich Segen aussprechen über jeden Menschen hier. In the name of Jesus. Im Namen Jesu. And all God's people say. Und jeder sagt. Amen. Amen. God bless you and thank you.